Ab 2022 wird es ein Gesetz geben, was den Inhalt der Verbandskästen neu regelt. Müssen wir uns da jetzt alle einen neuen kaufen? Die Antwort gibt es jetzt im Video. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Videos rund um das Thema Verkehrsrecht interessieren, dann abonniert doch meinen Kanal. Das Thema Verbandskasten ist ein sehr geläufiges. Immer wieder kommen diesbezüglich Fragen auf. Zum Beispiel, wann oder wird der Kasten überhaupt ausgetauscht? Muss ich einen abgelaufenen wegschmeißen? Fragen über Fragen. Diese wollen wir heute etwas sortieren. Seit 2014 muss der Verbandskasten bzw. dessen Inhalt der DIN 13164 entsprechen. Demnach ist es so, dass das Verfallsdatum des Verbandskastens nicht überschritten werden darf, da dieser sonst eben nicht mehr der DIN entspricht. Wenn dies bei der Hauptuntersuchung, also beim TÜV, gesehen wird, kann das bemängelt werden. Wird man bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle beispielsweise kontrolliert und den Beamten fällt auf, dass der Kasten abgelaufen ist, kann das ein Bußgeld in Höhe von aktuell noch 10 Euro kosten. Die gleiche Strafe erwartet einen übrigens auch, wenn man gar keinen Kasten dabei hat. Einen abgelaufenen Kasten müsst ihr übrigens nicht entsorgen. Ihr könnt ihn an Organisationen wie die Feuerwehr oder an Rettungsdienste spenden. Diese nehmen die Kästen gerne an und verwenden das Material für Schulungszwecke wie eine Erste-Hilfe-Ausbildung beispielsweise. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Was wird sich verändern? Künftig soll es eine Mitführpflicht von 2 medizinischen Schutzmasken geben. Im Prinzip ergänzend zu den Warnwesten, dem Warndreieck und dem Verbandskasten. In neueren Verbandskästen sollen dann standardmäßig welche beigelegt sein. Ab wann genau diese Pflicht in Kraft treten soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll es bereits in der Überarbeitung der Straßenverkehrszulassungsordnung aufgenommen werden. Fazit: Nein, wir müssen uns nicht alle einen neuen Verbandskasten kaufen. Es reicht, wenn wir unsere 2 Masken einfach mit dazulegen oder separat irgendwo im Auto aufbewahren. Spätestens nach dem Kauf des ersten neuen Verbandskastens werden wahrscheinlich diese Masken auch beigefügt sein. Auch wenn das Gesetz noch nicht verabschiedet wurde, kann man ja schon freiwillig jetzt diese Masken mitnehmen. Das Ganze hätte einen Vorteil, man muss nicht noch einmal umdrehen, wenn man spontan einkaufen fährt. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Über einen Like von euch freue ich mich sehr. Wenn ihr mehr spannende Videos zum Thema Verkehrsrecht sehen wollt, dann klickt einfach hier. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt freundlich und gesund. Tschüss, bis dahin.